Wasser, juhu, Wasser, ich liebe dich. Ein kleiner Einblick, damit man sich das überhaupt mal vorstellen kann. Um Neumond biete ich das jetzt immer an in Gruppen, das ist einfach viel sicherer. Es gibt Vorbereitungen, die sehr wichtig und sinnvoll sind. So viel dazu. Auf jeden Fall mal kalt duschen nach dem warmen Duschen. Und aus der Yoga-Lehrerausbildung sind natürlich mehr Atemtechniken bekannt, aber Wim Hof macht es natürlich super plausibel und das ist auch der große Meister, also einfach ein YouTube-Video zu seiner Atemtechnik anschauen und das schon mal morgens machen, ihr fühlt euch so viel besser, geiler, weil Sauerstoff im Hirn im Blut ist. Ihr werdet alkalisch, die Säuren werden ausgeschleust und diese Kälte steigert es nochmal ganz viele gute Effekte für euren Körper, euren Geist und eure Seele, die da wirklich natürlich auch kurz in den Schockzustand kommen. Du bist voll im Hier und Jetzt. Und das soll auch langsam gesteigert werden. Also ich muss keinen Wettkampf machen, genauso wie Yoga ist Leistung völlig indiskutabel, völlig unnütz hier in diesem Bereich. Kaltwasserbaden, Eisbaden, ich sag's euch. Es war glücklich. Es erfrischt dich, es weckt dich auf. Morgens kalt duschen, fang es an. Vor allem Hände, Füße, aber im Grunde auch irgendwann von heiß auf kalt. Atme ruhig. Es gibt eine Atemtechnik, die dir da weiterhilft. Du kannst Wim Hof YouTube einen Film anschauen, wo er die Atemtechnik vermittelt. Ich vermittle die auch. Ich mache das morgens. Es ist super. Die ganzen Hintergründe, die kannst du überall nachlesen, sehr gerne bei vielen Männern, die das auch auf YouTube machen. Also ich kann dir nur vom Gefühl her sagen, auch aus schamanischer, heilerischer Sicht, es bringt dich ins Hier und Jetzt. Deine Zellen, deine Schlacken gehen raus, die Gifte gehen raus, die Zellen werden aktiviert und du kannst wieder neu entscheiden, wer du eigentlich bist und was du leben willst. Ja, und das ist der Fluss, an dem das stattfindet. Im Moment ist mein Strand überspült. Davor werden wir uns intensiv bewegen und danach auch richtig durchschütteln und so weiter. Und dazwischen gehen wir in den Fluss, recht meditativ, mentale Stärkungsübungen, Atemtechniken davor. Ja, und Feuer danach zum Aufwärmen. Und es wird ein sehr offenes, echtes Miteinander sein in Liebe und Klarheit. Lauf wird also ab in den Fluss. Das mache ich mit dir, Mira Stern.